Jo Leute, ich grüße euch. Heute gibt es drei geile Snacks aus dem Airfryer, fettfreie Snacks vor allem. Ich mache das Ganze mit meinem eigenen Gurky Fryer, vielleicht kennt ihr ihn schon, das ist mein Gurky Fryer. Ihr könnt das aber auch mit jedem herkömmlichen Airfryer machen, so ist es natürlich nicht. Die Vorteile vom Gurky Fryer liegen auf der Hand, das ist einer der wenigen, der wirklich 7 Liter hat, das heißt, er ist auch Massephase geeignet. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich nicht immer nachfüllen muss. Und ganz wichtig, wenn ich am Scheppern bin zu Hause, nervt mich das. Ich hatte schon mehrere getestet, dass es so extrem laut ist, als ob ich an so einem, was weiß ich, Windkanal dann sitze und esse. Der ist extrem leise. Das die Vorteile vom Gurky Fryer 7 Liter XXL, da geht viel rein und ist extrem leise. Und hier ist auch nicht so ein komisches Sieb drin, was man irgendwie so komisch rausholen muss. Es ist alles extrem einfach zu säubern auf jeden Fall. Ansonsten kann man sagen, ist sowieso schon fast ausverkauft. Entweder ihr habt nur Glück oder ihr müsst euch einen anderen holen. Die drei Rezepte, die wir heute machen, das sind so Dinge, die man so macht, wenn man abends das knabbern möchte. Viele nehmen dann so Pringles, Chips, irgendwelche Gummibärchen. Wir machen drei fettfreie Varianten. Die machen wir im Airfryer. Wieso Airfryer nochmal vielleicht grundlegend? Durch diese 360 Grad Luftzirkulation haben wir natürlich viel zentrierter diese Luft von allen Seiten, diese Heißluft. Also beim Backofen ist es ja viel größer, da kommt das gar nicht so ran. Das heißt, wenn ihr Pommes oder so macht, werden die Sachen tatsächlich ähnlich wie aus der Fritteuse viel crispier als aus dem Ofen. Ihr spart natürlich hingegen zum Ofen viel mehr Energie. Ihr braucht ja gar nicht so viel Strom, so ein kleines Kackding. Und im Endeffekt ist es viel zentrierter auf der Höhe. Probiert es mal aus. Ich glaube, jeder, der einen Airfryer kennt, die das jetzt nicht kennen, werden es wahrscheinlich nicht glauben, aber jeder, der einen Airfryer hat, will ihn nicht mehr missen und weiß, dass es einfach immer geiler schmeckt mit dem Airfryer als aus dem Ofen. Wir fangen an. Wir würden einfach mal hier anfangen. Wir machen erstmal geröstete Kichererbsen. Wir machen alles bei 190 Grad nur 10 Minuten. Das ist auch ein Vorteil vom Airfryer. Es geht viel schneller als im Ofen. So, wir kippen einfach das Wasser von den Kichererbsen ab. Wir machen einfach mal ein paar. Das ist einfach das Einfachste, da muss man nicht viel machen. Kichererbsen. Ja, geröstet habt ihr wahrscheinlich noch nie gemacht, ne? Aber ist auf jeden Fall mal eine Idee wert. Das heißt, wir ballern hier ein paar Kichererbsen hin. Wir machen ja provisorisch nur ein paar. Ist die Frage, wie viel ihr dann machen wollt. Die Angaben pro 100 Gramm werde ich euch nachher auf jeden Fall nochmal raushauen. Ein bisschen Chili. Wir machen ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Und dann werden die gleich schön crispy. Das ist wirklich ein geiler Snack, müsst ihr mal ausprobieren, ne? Ganz einfach, aber haben viele einfach noch nicht gemacht. Dann machen wir Zucchini-Pommes und wir machen noch, wie gesagt, die Bananenchips. Zucchini einmal hier abwaschen, schneiden wir mal ganz kurz. Wir machen mal ein paar Pommes raus, schneiden so ein paar Scheiben. Leute, schön fein geschnibbelt, machen einfach ein paar Streifen. Ne? Ich mache es provisorisch, ihr könnt natürlich blieben mehr machen. Jetzt hauen wir erstmal ein Ei hier rein. Zack. So, dann müssen wir es ein bisschen zerquirlen natürlich. Machen wir eben mit einer Gabel. So. Und dann können wir einfach quasi die Zucchini-Streifen, das wären ja die Pommes, einmal da durchpflanzen und dann durch die Panade ziehen. Ne? Machen wir die einmal hier rein, zack, zack, zack. So, ne? Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Proteins, damit die Panade dranhängt. Und die werden richtig crispy. Glaubt mir, habt ihr bestimmt noch nicht gemacht, aber das ist eins der geilsten Airfryer-Rezepte, so als Snacks einfach. Übrigens auch alle Rezepte im Kochbuch, was natürlich mit dabei ist, ne? So, zack. Betüppeln die wir hier so ein bisschen, ne? So. Leute, so, wir machen am besten noch mal ein bisschen Salz und Pfeffer drauf. Das sind ja schließlich Pommes, ne? So, zack. Damit die auch einen Geschmack haben. Und jetzt müssen wir noch die Banane schneiden. Ja, Bananenscheiben. Einfach ein bisschen mit Zitronensaft übergießen. Macht am Ende so ein bisschen die gelbe Farbe auch aus. Und ist einfach noch ein bisschen saftiger, wird noch ein bisschen knackiger. Dann, ne? So, wie gesagt, wir ballern das alles rein. In dem Fall, ich lege einfach alles nebeneinander. Ihr werdet wahrscheinlich nicht alles gleichzeitig machen. Ich spare jetzt ein bisschen Zeit, lege das alles zusammen, quasi auf dieses kleine Sieb da rein, in die Schublade und dann gucken wir mal, wie geil das wird. So, portionieren wir das einfach alles nebeneinander, dass sich das nicht berührt. Here we go. Wie gesagt, easy peasy. Für alles andere gibt es auch hier Programme. 190 Grad, ja, 10 Minuten wollten wir machen. Und ab dafür. Hört mal die Lautstärke. Wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr es gar nicht wissen, aber die anderen, die, du hast das Gefühl, da startet so ein Düsenjet. So. Und wenn ich halt meine Schepperei mache und mir nebenbei noch ein paar Pommes mache, dann will ich auch Fernsehen entspannt abends beim Essen und nicht dann irgendwie das Gefühl haben, da explodiert gerade was. Ne? Jan, ist ja nichts fertig, komm rum. So, was machen wir zuerst? Guck mal hier, hab lecker Zucchini-Pommes gemacht. Mal hier mal raus. Da verbirgen sich auch schon die ersten Kichererbsen. So, sollte man vielleicht sonst nicht ganz zusammen machen, aber guck mal, die sehen schon mal ziemlich crispy aus. Die beiden passen auch sogar zusammen. Geil. Ja, das passt sogar zusammen, ne? Außer die Bananen, die holen wir jetzt auch mal rein. Bananen will ich jetzt mehr.
getestet. Guck mal hier. Zoom mal ran. Schau mal. Schön crispy. Die sind auch schön hart. Und hier auch. Guck mal. Was willst du zuerst haben? Herzhaft fangen wir an, ne? Also ich fange hiermit an, dieses geil. Hört ihr das? Geil. Soße noch dazu vielleicht? Dip, ne? Könnte man noch machen. Kichererbsen? Dip machen wir beim nächsten Mal. Auch geil. Das schmeckt ein bisschen wie Mais, ne? Wie ein Popcorn. Knackig. Ey, wie Popcorn. Ich esse noch ein Zucchini. Geil. So, jetzt Nachtisch. Nachtisch. Oh, ja. Die sind geil. Mein Favorit, glaube ich. Mein Favorit ist Zucchini-Pommes. Leute, ausprobieren. Nährwerte werden nochmal eingeblendet. Einfach, wenn man abends nochmal Bock hat. Gesunde Snacks, fettfrei. Alternative zu Chips definitiv. Gurky Fryer könnt ihr nochmal abchecken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt noch vorhanden ist. Könnt ihr nochmal gucken. Ich glaube, jetzt, gerade wo wir drehen, sind noch 40 auf Lager. Keine Ahnung, ob nochmal neue irgendwann kommen. Ist halt von der Preis-Leistung schwierig, das umzusetzen, weil einfach die Kosten so hoch sind momentan, muss ich gestehen. Und aber wenn du genug Leute in die Kommentare schreiben, dass sie einen neuen wollen, dann können wir drüber nachdenken. Auf jeden Fall ein geiles Ding. So, wir sind raus. Macht das mal nach, gebt mal ein Feedback, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sind raus. Tschüss.